Hallo ihr Lieben, wir schauen uns heute das Tarot-Reading für den Widder an für Mai 2023 und ich habe hier das A.E. Waite Tarot und wir sehen mal nach, was es da so gibt für den Widder. Ich hoffe natürlich, dass du diesem Video ein Like gibst und dass du auch den Kanal abonnierst und das Kanal-Abo ist natürlich wie immer für dich völlig gratis. Was gibt es für den Widder im Mai 2023? Deine erste Karte, Ass der Kelche, das ist eine verdammt gute Karte. Wow. Dann zweite Karte, König der Münzen, noch mehr Glück. Was noch für unsere lieben Widder? Wir haben die Sonne und die fünf Münzen. Sonst noch etwas für den Widder, was wir wissen müssten? Ich wüsste gerne, warum die fünf Münzen da ist. Gibt es da vielleicht eine Erklärung für die fünf Münzen? Ja. Aha, die neun Stäbe, alles klar. Und auf dem Boden des Deckes ist der König der Kelche. Wunderbar, wir haben zwei Könige. Die Sonne, also eine große Arcana-Karte und dann natürlich noch ein Ass, das ist sehr positiv. Was ich hier sehe, ist, mit dem Ass der Kelche hast du natürlich das Große losgezogen, was deine emotionale Welt anbelangt. Ich hoffe, du siehst das hier. Du siehst hier einen Kelch, der überfließt und das ist der Kelch der Freude. Das heißt, hier gehen deine Wünsche in Erfüllung. Das ist ein Herzenswunsch, egal ob das jetzt ein beruflicher ist oder ein emotionaler wie eine Beziehung oder so. Das ist ein absolutes Glück. Man ist so glücklich, man fühlt sich wie im siebten Himmel. Ja? Man hat hier wirklich ein Geschenk Gottes bekommen und das ist auch sehr, sehr fruchtbar. Ja? Also man sieht unten die Seerosen blühen, man sieht das Täubchen bringt etwas. Ja? Also es ist wirklich ein Geschenk von oben. Und es schaut sehr gut aus, was das Finanzielle anbelangt. Und zwar haben wir hier den König der Münzen. Das heißt, das ist eine Person, die könnte zum Beispiel ein Erdzeichen sein, also eine Jungfrau, ein Steinbock oder ein Stier. Und diese Person könnte dir behilflich sein, was das Geld anbelangt. Entweder ist es jemand, der dir einen Job bieten kann oder es ist jemand, der dein Business unterstützen kann. Vielleicht ist es auch ein Kunde, der sagt, du hör mal, ich habe sehr viel Geld auszugeben und ich möchte das bei dir lassen, ja, über die nächsten Monate. Also das ist etwas sehr, sehr Positives, was das Finanzielle anbelangt, ja. Und dann haben wir noch dazu den König der Kelche, ja. Also falls du nach einer Beziehung oder Liebe suchst, diese Person wäre eine, die das anbietet, ja. Und das ist jemand, der schon in einer gewissen Machtposition ist, also das ist eine ältere Person, das ist niemand, der jetzt so erst 25 ist oder so, sondern das ist jemand, der sich schon ein Leben aufgebaut hat, ja, der hat vielleicht schon seine eigene Firma. Oft sind das Personen, die in irgendeiner heilenden Kunst arbeiten, das heißt entweder ein Heilmasseur, ein Psychologe, ein Arzt, ein von mir aus auch Reiki-Meister, ja, ist ja ganz egal. Aber es ist auf jeden Fall jemand, der anderen Menschen vielleicht hilft. Und das ist jemand, der sagt, du, ich möchte dir den Kelch der Liebe anbieten. Ja? Es kann sogar sein, dadurch, dass wir hier das Ass der Kelche haben, dass es vielleicht sogar ein Heiratsantrag ist. Ja? Und definitiv ist das sozusagen emotional großes Glück. Ja? Also man ist sehr zufrieden. Wenn du in einer Beziehung bereits bist, dann bist du mit dem Partner sehr zufrieden. Und wenn das jemand neuer ist, der in dein Leben kommt, dann könnte das sein, dass du dich für diese Person entscheidest, weil die einfach super ist. Da wir ja ein Ass hier haben, geht es so oder so um eine Art Neuanfang. Ja? Dann haben wir hier die Sonne. Größtmögliches Glück. Man fühlt sich wieder wie jung, als wäre man wieder 10 Jahre alt und könnte in der Sonne spielen und laufen und lachen. Also irgendetwas hier macht dich unfassbar glücklich in diesem Monat Mai. Das Einzige, was ein bisschen ein Manko ist an deinem Monat Mai, ist, dass wir hier die 5 der Münzen haben zusammen mit der 9 Schwerter. Das bedeutet, du machst dir Sorgen, unnötige Sorgen darüber, dass dich jemand ausgrenzen könnte. Du machst dir Sorgen darüber, dass du aus irgendeiner Art von Gruppe oder Gemeinschaft rausfliegen könntest. Ja? Ich weiß nicht, woran das liegt, was da genau der Grund ist, aber du machst dir umsonst Sorgen. Ja? Also du wirst nirgendwo rausfliegen oder sozusagen rausgemobbt werden. Ja, das spielt sich alles nur in deinem Kopf ab. Ja? Du hast vielleicht ein bisschen Angst, zum Beispiel, ja, wenn jetzt dieser König der Kelche kommt und sagt, ich will dich heiraten,
Dann hast du vielleicht Angst, dass seine Familie sagt, nein, ich lehne diese Person ab, die du da heiraten willst, weil die passt mir aus diesen und jenen Gründen nicht. Ja? Aber das machst du dir hier wirklich umsonst Sorgen, ja? Weil die 9 der Schwerter sagt, komm raus aus diesem Negativdenken, öffne dich dieser Freude, die da ist mit der Sonne und dem Ast der Kelche und lass dich nicht so herunterziehen. Ja? Ich wünsche dir damit einen schönen Mai. Vergiss nicht das Like unter dem Video und das Abo auf dem Kanal und wir sehen uns. Tschüss!